Willkommen zum ersten Projekt. Genau, und damit können wir auch schon mit dem starten, worauf wir uns die ganze Zeit freuen, nämlich auf die Projekte von den Jugendlichen und Teilnehmern. Und wir starten direkt mit dem ersten Projekt Toilettenkarte von Hikari, Mohammed, Adri, Igor und Vincent. The stage is yours. Unser Projekt ist die Toilettenkarte. Unsere Problemstellung, die wir lösen wollten, war, dass man nicht so einfach im Internet finden kann, wo die Toiletten sind. Und das wollten wir lösen. Wir wollten auch verschiedene Informationen damit einbauen, ob die Toiletten besetzt sind, ob die offen sind. Defekt zum Beispiel, kann ja auch sein. Und das sind genau speziell für Leute zum Beispiel auch gedacht, die Blasenprobleme haben oder einfach allgemein sehr schnell eine Toilette suchen. Genau. Genau, und außerdem ist es auch für Touristen hilfreich, die sich nicht so gut in der Stadt zurechtfinden. Da brauchen sie nur kurz auf die Karte zu schauen und dann wissen sie, ah ja, dort in der Nähe gibt es eine Toilette. Und außerdem wollen wir auch zum Beispiel auch sagen, ob die Toilette etwas kostet. Es gibt ja auch Sanifair oder sowas. Ja, genau. Oder ob die kostenlos ist. Und das Endprodukt soll eine interaktive Karte sein, eine App mit einem informativen Fenster. Da soll man sich auch eintragen können, falls die Toilette besetzt ist, um sozusagen Schlange zu stehen, möchte man danach direkt auf Toilette. Genau. Und deswegen haben wir auch eine virtuelle Warteschlange drin. Und um kurz zu erklären, wie die App funktioniert, wird Vincent euch eine Karte zeigen. Ja, das ist eine Beispielkarte, die ich angefertigt habe. Ich hoffe, ihr könnt die Legende gut sehen. Und ja, dann würden wir umschalten zur interaktiven Karte. Genau, und diese Karte haben wir dann versucht umzusetzen. Es ist eine App mit Python TK Inter, falls ihr kennt, was es ist. Und wir haben da OpenStreetMap benutzt, weil es ist eine sehr gute Bibliothek, um das zu machen. Wie ihr hier seht, sind verschiedene Toiletten abgebildet. Das sind nicht echte Toiletten, das haben wir zufällig generiert. Und man sieht da sozusagen verschiedene Überschriften, die dann anzeigen, was für eine Toilette das ist. Und oben haben wir einen Status, dieser Stand-WC ist gerade offen. Die Adresse soll eigentlich angezeigt werden, aber wir hatten Probleme mit der Bibliothek, deswegen steht da jetzt None. Außerdem haben wir noch die Kosten aufgeschrieben und genau die Schlange wollten wir mithilfe eines Codesystems nochmal ausbauen, aber wir haben jetzt bei der App leider nur so eine Anstellfunktion, indem man einfach auf den Knopf drückt und dann kann man hier sehen, da werden die einzelnen User angezeigt. Genau, und dann ist man irgendwann dran. Die einzelnen Icons hier stehen dann sozusagen für die einzelnen Status hier. Rot bedeutet, dass die Toilette besetzt ist zurzeit und grün bedeutet, dass es gerade offen ist. Oh. Ja, genau. Genau, und wir haben ja gerade über einen QR-Code-Scanner gesprochen. Wir haben versucht, mit Hardware das ein bisschen umzusetzen. Das ist eine Version, die wir hinbekommen haben. Wir haben hier einen Raspberry Pi verwendet und hier vorne ist eine Linse dran, um sozusagen den QR-Code zu lesen, was man am Handy hat. Jedes Mal, wenn man sozusagen einen Account registriert auf dieser App, hat man einen einzigartigen QR-Code, den man dann sozusagen scannen kann und kann man beweisen, ja, ich stand durchgehend Schlange und möchte jetzt rein. Genau. Und außerdem haben wir noch einen Ultraschallsensor. Also wir haben den Ultraschallsensor gebaut, um halt zu zeigen, ob die Toilette offen ist oder nicht. Wir hängen den Ultraschallsensor so an die Wand oder halt an die Decke. Und wenn ich halt meine Hand jetzt darüber halte, müsste es rot werden. Das heißt, dass es halt besetzt ist
Und wenn es wieder grün wird, heißt es, dass die Toilette offen ist. Weiter umschalten. Und um das Projekt zu machen, haben wir jetzt Programme wie Python und OpenStreetMap verwendet, und aus Hardware die Raspberry Pi und Breadboard.